Okay, wir schauen jetzt das nächste Video, was vorgeschlagen wurde. Richtig oder Wurstwasser? Die Sache ist die, normalerweise machen die immer richtig oder in die Fresse schlagen oder so. Richtig, ne? Oder Software, richtig, ja, oder. Ich würde mich lieber schlagen lassen, als Wurstwasser zu trinken. Ich fände richtig oder schäbige Kastration extrem witzig. Das meinst du doch nicht ernst, nein, oder? Nein, natürlich, es war Ironie, Zynismus. Ah, so. Mach jetzt das Video an. Okay. Yeah. Also, ich finde Wurstwasser trinken ekelhaft. Was sagst du? Also, Wurstwasser ist halt schon widerlich. Aber weißt du, was wir machen? Was denn? Wir machen das jetzt mit. Und zwar richtig oder Gurkenwasser. Wenn wir nicht richtig beantworten, müssen wir Gurkenwasser trinken, okay? Gurkenwasser ist ja viel schlimmer als Wurstwasser. Ja, oder? Deswegen. Komm mit, damit du dich schummeln kannst. Wir holen Gurkenwasser, Leute. Alter. Ja, damit du dich schon mal reinhören kannst. Komm mit. Wenn ich die Gurke mittrinke, ich bin kein Deep Throat Weltmeister, Alter. Ich werde auf jeden Fall nicht die Gurke mehr runterschlucken. Oh ja, yeah. Das wird gut. Ich habe nämlich hier gerade gehört, wir haben einen Knacks da. Einen schönen Knacks. Ja, hast du auf jeden Fall im Kopf, Junge. Wir haben einen Knacks, deutsches Produkt von Madeira. Sehr schön, Alter. Okay, wenn wir jetzt falsch antworten, muss der andere Gurkenwasser trinken, okay? Ist vollkommen okay. Soll man sich die Gurke auch noch irgendwo dann in den Rachen stecken? Natürlich. Bis man würgen muss? Ja, Leute, was haltet ihr davon? Gute Idee? Ganz tolle Idee, Alter. Also, let's go. Fühlt sich hässlich für diese Face-Kamera, aber genau deswegen, weil er wunderschön ist, wird man ihn auch hier sehen. Okay, Freunde, wir haben hier... Oh, was machen wir jetzt überhaupt? Sollen wir das... Dreh so wie was? Was machen wir überhaupt? Was machen wir? Bah, wo ist Wasser? Ja, wir müssen das jetzt auch schon mal einkippen. Wenn die es schon vorher einkippen, müssen wir es auch vorher einkippen. Full Cam? Gibt's nicht so vegane Würste? Es gibt so vegane Würste, aber ja, nicht mit Wasser. Ja, klar. Aber wir machen das hier. Das sind die veganen Würste. So sehen die veganen Würste aus. Alter. Sämtliche Kredibilität verloren. Zum Sport gehst du auch nicht. Okay. Ich schenke dir zuerst ein. Oh ja. Oh, ist aber ein guter Tropfen, Alter. Und auch ja. Ah, Junge. Okay, mit Senfkorn drin. Richtig geil, ey. Achtet's! Der schmeckt der Nase. Komm her, lies noch ein paar Bötchen rein. Für die Frische im Glas. Mach sowas mal noch sehen, wenn Prost, Prost. Okay, wir müssen nur trinken, wenn wir falsch lagen. So habe ich viel mehr als du, Alter. Das ist nicht scheiße. Ich mache ja mein Glas nicht leer, oder? Nee, nur wenn man trinkt. Ich krieg davon Sodbrennen und Durchfall. Ich werde in deine Wohnung scheißen und kotzen. Ich sag's dir so, wie das ist. Das ist gut. Ich hab dich nochmal gefunden. So, Entschuldigung, ich hab das Mikro weggelegt. Riech mal? Nein. Doch. Ja, einmal, du wirst gleich. War, er hat schon wieder gefurzt. Ja, ich sag's dir, es wird mehr werden durch die Gurken. Wir drehen ein Video. Wurstwasser trinken. Um was geht's? Das ist so ekelhaft aus. Okay, Freunde, wir haben hier eine Runde gestartet. Manülsen, Atil Bawi und Nuko Sturm mit Muis sind am Start. Hinter der Kamera ist Abo mit seinem Cringe und sollte heute wirklich hinter der Kamera bleiben. Wenn wir die Frage falsch beantworten mit Nuko Sturm, werden wir Wurstwasser trinken. Ihr habt gesehen, wir haben es live eingeschickt. Die zwei werden die Commentary machen. Das hat auch so eine richtig eklige Farbe, ne? Ja, genau wie das hier. Das ist schon natürlich Madeira-Wein. Jedes Mal, wenn ihr trinken müsst, trinkt ihr. Die Sache ist, am Ende dieser Folge... Der ist am Arsch einfach. Guck mal, was der macht. Das ist ekelhaft. Er hat mich zum zweiten Mal unterbrochen. Dann fragt ihr immer, warum wir den off-cam noch verprügeln. Ihr müsst es auf jeden Fall leer haben, das Glas am Ende der Folge. Ob wir große Stücke am Anfang nehmen, dann Alter, der Rest ist der Riesen. Ich wusste ja nicht, dass man das leer haben muss. Ja, dann gibt der... Entschuldige jetzt auch noch was. Nein. Simon. Okay, wenn ich meins leer haben sollte, dann trinke ich bei deinem weiter. Ist okay. Oder ob wir andersrum machen. Coronavirus. Manu Eilweiß. Bitte hör mal auf mit der Scheiße, Digga. Der dann trotzdem noch Wurstwasser drin hat am Ende der Folge, wird von Manuel in eine Faust kassiert. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oder du hattest alle Fragen richtig und dein Glas ist voll. Das geht auch. Okay. Das geht auch. Okay. Welcher Tag? Der grüne Boss. Ist der internationale Tag? Für Huren. Okay. Welcher Tag ist der internationale Tag für Huren? Müssen wir jetzt schon direkt antworten oder sagt ihr noch irgendwelche Antwortmöglichkeiten? Sex Workers Appreciation Warte. Day. Was? Hey, wir sollen doch mit einer Zahl anfangen, oder? Genau. Du sagst jetzt ein Datum. Datum. 3, 2, ach, stopp. Okay, ein Datum. So, ich steck den Chat ab, damit wir auch nicht schummeln können. Okay. Okay, wir müssen jetzt ein Datum sagen, was näher dran ist, hat gewonnen. Sollen wir es auf unser Handy aufschreiben? Nee, wir schreien es einfach. Nee, wir machen so. Nein, mein Handy lädt gerade, ich kann nicht. Okay, dann sagst du es und ich zeig's dir gleich. Okay. Dann ist er gleich. Okay. Ich sag dir, wenn ich es geschrieben habe. Ja. Okay, Moment. Oh, schwierig, Alter. Digga, er furzt die ganze Zeit. Was ist mit dir? Ich find's geil. Okay, der internationale Tag der Huren. Wir können nirgendwo schummeln, weil nirgendwo sehen wir was. 3. Warte. 2. Okay. 1. Jetzt. 5. Mai. 4.3. Okay, du sagst 5.5. Nee, ja. 5. Mai. 5. Mai. Also 5.5. sagst 5.5. du. 5.5. ja. Und ich sag 4.3. Es ist immer so einer weirden ersten Jahreshälfte, so ein Feiertag. Okay, 4.3. du sagst 5.5. So. Ja, ja. Okay, wir schauen rein. 1. Stopp. 1.6.
2.5. Digga. Oh, 2.5. auch nah dran, ja? Willst du mich jetzt komplett verarschen, Arlen? Niemals hat er recht. 1.6. Es ist der 2.6. Jo, ich bin näher dran. Nein, bist du nicht? Natürlich, 4.3. Du bist 5.5. Hä? Ich bin näher dran. 2.6. Ich bin näher dran. 5.5. Du Idiot. 2.6. Hat er gesagt 2.6. wirklich? Alter, bist du. Hat er wirklich gesagt 2.6? Wie kannst du so viel Geld haben, wenn du so dumm bist? Wie kann das sein, dass jemand, der so... Du, da, 100 Euro, für was? Für was? Du bist dumm, du kannst nicht mal zählen. 3, 2, 1, stopp. 1.6. Ah ja, okay. Du hast recht, du bist näher dran. Ja, aber ganz knapp nur, ganz, oder? Ganz, ganz knapp. 2.5. Digga, willst du mich jetzt komplett verarschen, Arlen? Niemals hat er recht. 1.6. Es ist der 2.6. Nein! Oh mein Gott. Er hat dich komplett Oh mein Gott, das ist das Schlimmste. Ich trinke dann, wenn die trinken. Du hast am 2.6. Geburtstag. Ja. Dein Geburtstag ist ein Tag nach dem Hurentag. Nein, mein Geburtstag ist der Hurentag. 2.6. hat er Geburtstag. Ach! Oh mein Gott. Okay. Dann Prost. Komm, lass dir schmecken, Simon. Ist so schlimm? Bah. Warum? Bah, das ist richtig ekelhaft. Ich habe direkt so ein Gefühl gehabt, ich müsste aus der Nase rausschießen. Ja, ich kann gleich draufhauen, das passt. Wie wenig hast du getrunken? Ich habe auch wenig getrunken, ich habe auch erstmal wenig getrunken. Ist auch wirklich ekelhaft. Oh, es ist so salzig. Du musst dein Glas leer haben am Ende. Ja, natürlich. Und du hast schon jetzt einmal verkackt. Das heißt, dein Glas darf nicht mehr voll sein. Ich würde dir aus Spiel machen. Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. Mhm. War die erste Serie der Welt, die auf DVD veröffentlicht wurde. In welchem Jahr? Oh Gott. Okay, Akte X. Okay. In welchem Jahr? Wurde die auf DVD veröffentlicht? Auf DVD? Ja, hat er gesagt. Nein, warte. Auf DVD jetzt? Er hat gesagt, oder? Akte X war die erste Serie, die auf DVD veröffentlicht wurde. In welchem Jahr? Okay. Also. Boah, DVDs. Wann kamen DVDs? Okay, ich bin ready. Bist du ready? Ich bin ready, aber ich zeige euch. Okay, 3, 2, 1. 2001. 2001? Ich sage 1995. Meinst du? Ich glaube, 90 ist zu früh noch für DVDs. Es könnte zu früh sein, aber bei 2001 gab es, glaube ich, schon so Blu-ray und so eine ganze Scheiße. Ja, wo lebst du denn? Keine Ahnung. Digga, du bist ja komplett im Zeittunnel gefangen, Alter. Ich sage 1995. Ich sag dir auch warum. Mhm. Keine Ahnung. Perfekt. Nee, ist eine gute Argumentation. Die erste Serie. Die auf DVD veröffentlicht worden ist. Das war ja die erste Serie, das war so ein Vorreiter, deswegen ja, so früh. Richtig, deswegen. Das hat. Ja, nicht ab wann gab es DVDs. Ja. Aber du kannst gerne 1840 schreiben, wie du sonst immer machst. 3, 2, 1, stopp. 99. Guten Appetit, Stute. Jawohl. Digga, es war einfach 2000. Er sagt 2003, er sagt 99. Na, seid ihr heute dran? Gib mir mal dein Bild. Es war 2000? Ja, es war 2000. Fuck. Simon, warte, stopp. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen Zeit nehmen, um nachzurechnen, wer näher dran ist. 1995, 2001, es war 2000. Wer ist näher dran? Ich dachte, vielleicht hatte ich schon so eine geheime DVD-Technik. Eine geheime Technik, genau. Ja, die Blu-rays kamen ja auch 2004, das weißt du ja. So widerlich, Alter. Bah. Ja, sehr schön. Fuck, was ist heute los? Was ist heute los mit mir? Ab jetzt mache ich keine Fehler mehr. Jetzt mache ich keine Verlierer mehr. Mein Schatz! Leck dran. Oh, ekelhaft. Wie viel hast du genommen? Oh, ja, wenn du dran nimmst. Was glaubst du? Ist vor allem direkt. Achso, das ist doch gut so. Wenn ihr jetzt denken müsstet, ne? Ja. Seit Beginn der Menschheit. Ja. Seit Beginn der Menschheit. Wie viele Menschen sind schon gestorben? Boah. Okay, seit Beginn der Menschheit, wie viele Menschen sind gestorben? Locker eine Tonne. Ja, das stimmt. Okay. Boah, Bruder, so okay. Eine also krank... Beginn der Menschheit. Wer hat denn diese Zahl herausgefunden? Ja, das waren Herr-Rechte-Wissenschaftler. Herr-Rechte-Wissenschaftler? Ruhig. So, konzentrier dich jetzt. Konzentrier. Boah, fuck, Alter. 3, ja, okay. 2, 1, 200 Milliarden. 200 Milliarden, sagst ja, du? Ich sage du? 70 Milliarden. 70 Milliarden. Und ich sag dir auch, warum ich 70 Milliarden sage. Ja, weil wir noch nicht so lange so viele genau, Menschen aktuell auf der leben, Erde sind. Aktuell leben noch unter 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Ja, dachte ich auch. Aber du darfst ja nicht vergessen, über den Long-Term, maybe. Mhm. Ja, die Menschen... Ich wollte eigentlich 120 sagen. Ich dachte, 200 ist ja, zu viel. Ja, die Menschen leben ja seit, sagen wir mal, wie lange leben schon Menschen auf der Erde? Wie viele Millionen? 15.000 Jahre. 15.000, nein. 20.000 Jahre? Ja, schon eher so um die 50.000. Also 50.000, die erste Intelligenz in richtigen Form, so Neandertaler kam. Ja, dann bist du, bist du näher dran. Weiß ich aber nicht. Bist locker näher dran. Ich bin noch mal ziehen lassen, nur dass du es weißt. Boah, er furzt die ganze Ekel. Knubbel! Okay, 70 Milliarden gegen 200 Milliarden. Let's go. Boah, das ist eine krasse Frage. Ich sag einmal die komplette Menschheit. 3, 2, 1, stopp. Allen?
6 Milliarden Menschen. 6 Milliarden Menschen ist ja viel zu wenig. Ist ja retarded. Okay, was sagst du? 4 Milliarden Menschen. Das ist ja beides viel zu wenig. Ja, ist beide dumm. Zeig doch deine Antwort. Guten Appetit, Stute. Nein, wie sind es? 100 Milliarden. Oh, ich bin näher dran. Oh, fuck, ich wollte 120 Milliarden sagen. 70 Milliarden. Das war einfach nur wieder viel zu stark. Aber das Ding ist, ich hab, kennst du das, wenn du last minute nochmal deine Antwort changed, obwohl du schon richtig kalkuliert hast und dann denkst, oh yeah, 70 Milliarden. Das war ich nah dran. Ja, komm, einen richtigen Schluck jetzt. Einen richtigen Schluck. Gönn dir, gönn. Wie schmeckt das? Durchfall. Oh mein Gott! Ey, ja, was ist das für ein Schmuck jetzt? Die trinken ja gar nichts, ne? Die trinken echt richtig wenig, Halt deine Fresse, Schmuck! Nimm den Mund durch. Du musst das auch leer kriegen, ne? Ja, ist kein Problem. Mit Gurken aber, oder? Ja, mit Gurken. Digga, ich hab keinen Bock. Ich will halt oben in diese Villa kacken, Alter. Heute Abend wird eine übelste Party mit 50 YouTuber auf dieser Insel sein. Alle werden nackt sein, Gang, wenn ganz krank. In wie viel Prozent der Fälle kommt in einem britischen Haushalt eine Pizza schneller als ein Krankenwagen? Warte, ich hab die in wie viel Prozent der Fälle... Moment, stopp, nur mal ganz langsam. In wie viel Prozent der Fälle kommt in einem britischen Haushalt eine Pizza schneller an als ein Krankenwagen? Das muss eine unglaublich geringe Zahl sein, weil entweder sind die Pizzalieferanten da geisteskrank schnell oder die sind massiv unterversorgt, was Krankenwagen angeht. Ja. Krankenwagen vor allen Dingen, oder? Ja. Also alle Fälle... Prozentzahl, sag eine Prozentzahl. Ja. Bist du bereit? Ja, okay. Okay, drei, ich habe meine Zahl, ich zeige sie. 2, 1, 0, 4%. Ich habe 25%. Ich denke mir, in England, die Krankenwagen, die sind so übel lang. Stimmt, weil die auf der falschen Seite fahren. Ja. Die haben ja Linksverkehr. Die raffen nix. Die sind ja so dumm. Wenn die andersrum fahren, wäre viel schneller. Ich sage 25%, du sagst 4%. Kann nicht schneller sein. Kann nicht mehr sein, weil das wäre ja wirklich echt... Das wäre krank. ...belastend für das Gesundheitssystem. Das wäre sehr belastend. Aber eine Pizza ist auch lecker und deswegen muss ich schnell ankommen, bevor die kalt wird. Mach den, ja, ja. 3, 2, 1, stopp, Nico. Ich habe irgendwo gehört, dass da sehr schnell Lieferdienste gibt. Ja. Und so 50% der Fälle. Oh, das ist viel zu viel. Ich habe 60% der Fälle gesagt. 60%? Ja. Was hast du gesagt? 60%, er sagt 53. Guten Appetit, Stute. Nein, wie viel ist es? 22. Yo! 22%! Was? Und ich habe einfach 25%. Ich bin einfach der... Wie schnell sind die denn immer? Ich habe doch gesagt, die liefern die Pizza schnell und warm. Krosse Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Oh, ich will wieder nach Hause, Alter. Ich denke so nach Scheiße auch. Warte, du musst trinken, wenn die Kamera groß ist. Oh, schönes Wurstwasser. Und noch ein Gürkchen mit rein in den Mund. Noch eins. Zwei direkt. Zwei. Bah, kost gleich. Oh mein Gott, sind das Gewürzgurken? Nee. Bin dagegen allergisch, ne? Das sind Gemürzgurken-Schmurken. Oh, er gönnt. Oh mein Gott! Ein Onkel! Warte, gleich in einem anderen Video machen. Er steckt das besser weg, Walla. Wenn du noch einmal machen musst, du bist am Arsch. Was denkt ihr, ne? Ja? Wie lange oder wie viele Stunden schlafen Gorillas am Tag? Boah, wie viele Stunden schlafen Gorillas am Tag? Okay. Okay, jetzt wird's kritisch. Eigentlich können wir da Simon Unge fragen, weil er genauso haarig ist, aber nicht so muskulös. Ich bin ein Silberrücken-Gorilla. Ja, du bist auf keinen Fall so dominant, Alter. Du bist maximal ein Schimpanse oder ein Pavian. Okay, ich sage... Ich bin ready. Okay. Okay. Dann zeige ich jetzt die Zahl in die Kamera, wie du es gesagt hast, ja? 2, 1, 19 Stunden. 12 Stunden. Hm, okay. Du denkst 90 Stunden? Tja, weil du weißt nämlich nicht, dass die... Du denkst, die sind nur 5 Stunden wach und du weißt nämlich nicht, Simon, wie gut die Sozialversicherung von Gorillas funktioniert. Denn die haben einen Gorilla in der, pro Truppe, der muss Nachtschicht machen und die anderen schlafen. Und der Gorilla geht für die arbeiten. Stell dir mal vor, Gorillas sind die neuen Faultiere. Die schlafen einfach 19 Stunden. Aber Hunde schlafen auch so lange, Alter. Junge, 19 Stunden, bist du doof? Warte ab. Okay, wir gucken jetzt. Nico, 15 Stunden. Boah, Nico, was sagst du? 15 Stunden, sag ich auch. Ich stand dich einfach wieder. Ja. Du darfst entscheiden, Chef. Ja? Ja, Chef. Ich geh auf 16 hoch.
Ne, warte noch. Es sind 14. 14. Boom! Mit 12 Stunden mal wieder sehr nah dran gewesen. Ja, mein Lieber, dein Glas kannst du dir auf jeden Fall gönnen. Ist schon leer, aber zwei Gurken musst du vorher reinstecken. Zwei Gurken musst du vorher in den Mund stecken. In den Arsch? Los. Ich steck mir keine Gurken, Leute, in den Arsch. Seht ihr, wie der zerstört wird, der Junge? Seht ihr das? Ich liebe Gurken. Seht ihr das? Ja, und jetzt trinken. Trink. Leute, ich steh die hoch. Ja, trink. Mmh, oh, lecker. Mmh. Jetzt drückst du die Scheiße jetzt zusammen. Aua! Bah, du rühr mein Mund, Mikrofon nicht. Das warte, warte. You guys enjoy? Very nice content. Okay. Ich habe euch gesagt, ab jetzt werde ich ernst machen. Und dann wurde alles einfach nur zerstört. Boah, so schlecht, ne? Du weißt, jetzt musst du von meinem Glas weiter trinken, ne? Uh-uh. Doch, ich habe gesagt, wenn meins vorher leer ist, trinke ich aus deinem Glas weiter. Hast du, habe ich gesagt. Haben wir... Wasser ausgeschüttet. Und in Menschen, in anderen Ländern haben die kein Wasser, einfach nur ehrenlos. Und manchmal gibt es Firmen, die pumpen Wasser ab von armen Ländern. Madeira zum Beispiel macht das am Festland. Let's go. Wärst du runtergegangen, hättest du gerecht gehabt. Ja. Sagt einfach, dass ich einfach nur der Boss bin, let's go. Guten Appetit. Gönn dir, Bruder. Schau mal. Gönn dir diesen. Du hast schon richtig gemacht, Bruder. Bruder, warum hast du richtig gemacht? Es schmeckt scheiße. Bitte nimm. Niemals im Leben, bitte. Ich nur ein bisschen. Okay, komm, Augen zu. Es stinkt. Es stinkt, genau wie bei dir. Kipp, da hast du hinter dir. Carlos, okay, eine Frage ist von mir. Okay. Das wisst ihr bestimmt nicht, aber wir können testen. Okay. Wann, in welchem Jahr, ne, in welchem Jahr ist mein allererstes Major-Album erschienen? Oha, das weiß ich wirklich nicht. Boah. In welchem Jahr ist das Major-Album von Manuelsen erschienen? Manuelsen, natürlich Pillar Manuelsen, Alter. Der hieß früher noch Pillar Manuelsen. Nein. Doch, Pillar Manuelsen. Der war doch mit Pillar und Snagger, ich war der weiß, doch. Ich weiß, aber ich finde Pillar Manuelsen ist geiler. Ich wollte nur testen, ob du was weißt. Okay. Okay, ich hab's. Ich noch nicht, warte. Drei. Ich weiß. Hast du's? Ja. Drei, okay. Zwei, eins, 2007. 1993. Bist du geistig behindert? Tut mir leid, das kann ich jetzt... Das, nein. Simon, wie... Major-Album, nicht in die Label. 1993. Ruhe jetzt, hör hin, komm. 3, 2, 1. 2003. Okay, ich Steinschere Papier. Was hast du gesagt? 2007. War vielleicht sogar ein bisschen zu spät schon. Fuck, jetzt bin ich aber nicht so gut. Guck mal, ich hab mein Handy extra so, du kannst abgucken die ganze Zeit. Boah, ich hab nicht geguckt. Wie oft haben wir jetzt dasselbe? Ich bin eine Hure, wenn ich darauf geguckt habe. Bist du auch, weil mit meinem Datum. Geburtstagsdatum, Mann! Sag ja, das liegt. Runter gehe ich, nein, runter. Krass. 2002? Ja. Guten Appetit, Stunde. Nein! Wann war 2004? Ne, 6. 6. Oh, Digga, stark. Ich musste ein bisschen kombinieren. Ich dachte, er wäre früher gepumpt. Ich dachte schon in den 90ern hätte er einfach abrasiert. Nee, früher schon immer gepumpt. Na dann, Prost, Leute. Prost. Verdammt. Jetzt musst du aber mal einen richtig dicken Schluck nehmen. Ja, okay. Und, warte, jetzt gebe ich dir nämlich die Regel. Eine Gurke in den Mund und eine in die Nase, während du trinkst. Das mache ich nicht. Doch, nein, eine nein. In die Nase. Nee, weil Lebensmittel verschwende ich. Ja, und du isst die danach noch. Ah. Doch, hol die Coronavirus aus der Nase raus mit deiner Gurke. Komm. Doch. Wie passen die meine Nase rein, Junge? Eine passt mal kurz die Nase damit kitzeln und dann in den Mund damit. Junge, dafür werde ich gleich was richtig Ekliges aufgeben. Okay. Nimm nicht das kleine Ende. Das guckt ihr euch an. Guck, ihr sitzt hier abends und guckt das. Das war kein großer Schluck. Aber dafür habe ich das mit der Nase gemacht. Ist ruhig. Sehr ruhig. Mann! Ich bin 23. Es gibt halt Männer, die ziehen durch. Ja, so wie ich. Was? Ich zieh nicht durch. Ich will gleich auch was. Ja, genau. 23. Zieh doch weg hier, den Rest hättest du auch noch wegmachen können. Das Ding ist da oben, Platz, wie Salz wird alles versammelt. Ich wollte einfach auf cool tun, aber es hat nicht funktioniert. Okay. Jetzt kommt's. Der wird sauer werden. Nein, ist egal, das ist kein Problem. Das ist Geschichte, doch. Bruder, was soll sauer werden? Geschichte. Bruder, das war ein Griechen, Bruder. Ich weiß doch. Lass.
Okay, komm, ich stelle die letzte Frage, Mann, weil sie politisch bedeckt hat. Ist sie da? Ich hab keine Ahnung. Es ist gar kein Problem. Bro. Wann wurde Konstantinopel durch die Türken erobert? Also die Ausrufung des türkischen Staates. Boah, ist schwierig. Wann wurde Konstantinopel durch das türkische Staates... Oh mein Gott, ich habe letztens noch eine Doku gesehen. Oh nein. Ich habe eine Doku darüber gesehen. Okay, jetzt kannst du dich nur blamieren, wenn du es jetzt verkackst. Und ich weiß es aber nicht mehr. Das türkische Reich. Ich weiß es. Drei. Ich bin noch nicht. Drei. Warte. Drei. Zwei. Eins. 1546. Okay, ab 1700. Falsch! Okay. Drei. Zwei. Eins. Stopp. 639. 1650. Also 1639 sagt Alem, 1650 sagt Nico. Alem ist näher dran. Guten Appetit, Stu. Wann ist 1453? 1453. Ich hab's mal 100 Jahre vertan. Jetzt sind wir auf unentschieden. Noch ist es nicht entschieden. Aber ich pups die ganze Zeit und ich kann nicht aufhören, ne? Oh, was war das? Bah, jetzt ist aber Schluss. Was? 1453? Ja, wisst ihr was? Wir denken jetzt alle, Nico hat jetzt verloren diese Frage, aber eigentlich muss Nico nur noch so viel trinken. Und wir haben gesagt, am Ende der Frage. Wenn eine Frage falsch beantwortet ist, muss das am Ende nein, der Frage sein. Nein, nein, hör mir zu. Hat er gesagt, hör mir okay. Zu. Hör mir zu. Du hast gesagt. Nein. Doch, du hast es gesagt. Wenn. Du, hör zu. Jetzt kommt die Kebillrache. Jetzt kommt die Kebillrache. Kann ich erzählen? Oh, allem hätte ich nicht raus. Der verkackt hat. Das heißt. Wenn ich nur einmal verkackt hätte und er keinmal, dann hätte ich ja verloren. Und dann keinmal verkackt hättest, hättest du ein Glas Wasser. Wie er versucht zu diskutieren. Guck mal, korrekt ist korrekt. Er hat recht. Okay, ich trinke das hier. Hör auf, Manuelsen. Der es austrinkt, hat gewonnen. Was? Es ist doch gar nicht vorbei. Wirklich? Ja, ist okay. Mit einem Schluck aber. Ohne mit Absetzen. Wallah, ich bin ein Bastard, wenn ich nicht 10 davon wegtrinke, damit du rauskriegst. Ich trink zuerst. Da gibt es keine Fragen mehr? Nö. Da muss ich jetzt wirklich exen. Aber du musst deine drei Gurken auf einmal essen. Nee, oh hä? Oh mein Gott. Welches Regelwerk? Hä, wir haben gesagt, das Glas muss komplett leer sein. Ja, Bro, ich hatte doppelt so viele Gurken wie du. Nimmst eine davon. Nee. Eine Gurke und ich werf die aus dem Fenster. Eine Gurke und ich werf die raus. Wenn du aus dem Fenster wirfst? Okay. Wenn du aus dem Fenster wirfst, ja? Hast du Lebensmittelverschwendung gemacht. Nein, weil unten steht Gurkensohn. Entweder du nimmst die jetzt. So. Jetzt nimmst du diese. Nimm diese Gurke. Nimm die Gurke. Nein, ich nehme diese Gurke nicht. Nein. Okay, sonst werfe ich aus dem Fenster. Ich werfe die hier raus. Das auf einen Mann, der unten langläuft. Der Nachbar wird sich nicht beschweren. Der wird dich auf den Kopf bekommen, ausrutschen. Und dann ist deine Schuld, wenn er sich das Bein bricht. Nein, das möchte ich nicht. Nimm die Gurke. Ich nehme doch nicht diese ekelhafte Gurke jetzt. Nimm eine andere Gurke. Ich nehme gar keine Gurke, ich habe dir in die Nase gesteckt. Eine Gurke hilfst du. Okay, dann musst du aber dir eine Gurke in die Hose stecken. Okay. Und du hast ja schon Lebensmittelverschwendung, Alter. Du musst ja nach essen, das ist ja keine Verschwendung. Okay. Nee, ich will gar keine Gurke. Nimm die Gurke. Nein. Nimm die Gurke. Alter, nimm die Gurke. Ich will keine Gurke. Nimm die scheiß Gurke. Okay, ich esse diese Gurke, diese hier. Dafür musst du dir jetzt eine Gurke ins Ohr stecken. Okay. Und in beide Ohren und dann in den Mund ablutschen. Nur kann ich diese Mütze hier, Alter, wollen wir mischen die? Ist das deine? Ja, ja. Du kannst es wegschmeißen. Mega, cooles Video. Okay, jetzt geht's wieder. Haben wir noch eine Frage? Nee. Bitte, gib mal Cola, bitte. Guck mal, du kotzt safe, ich geh schon mal raus. Okay. Ey, wenn du trotzdem nicht sprichst. Bleib hier! Steht mehrfach im Chat, Unge hat gecheatet, Unge. Es ist so, Leute, Unge macht Auge, Unge. Leute, Unge, ehrenlos in den Chat. Ehrenlos. Du bist einfach nur krank. Soll ich ihn mal kaputt schlagen? Okay, ich schlag's jetzt kaputt. Sieh das Headset aus. Ich muss putzen. Es kommt Land jetzt. Oh nein. Nicht, lass die Party.
Okay. So, da sind wir dann wieder. Sind wir zurück. Boah, Alter. Er ist einfach ein Tier. Krank. Er ist einfach ein Tier. Oh, er hat das wie ein Löwe gemacht. Oh, krass. Aber er ist tot. Er ist tot. Nico, grüße bitte. So, ganz kurz. Okay. Nochmal zeigen, wie groß die Faust ist. Diese Faust ist größer als dein Kopf. So groß wie mein Bein, Alter. Okay, komm. Und du kommst näher. So, erstmal noch das Ding. Das okay. Ding sein. Okay? Okay. Okay. Also, jetzt 3 Sekunden. Okay. Eins. So, bist du? So. Boah, Junge, das hat doch richtig der Resonanzkörper. Was hat diese Soundeffekte? Kuss, check Mois ab. Küsse gehen raus. Ja, Mann. Auf jeden Fall war schön. Wir haben tatsächlich beide gut viel reingeschissen und haben dadurch... Ich auch in die Hose. Auch in die Hose, ja, auf jeden Fall.